Wer kennt sie nicht? Panik vor Vogelspinnen oder Spinnen im Allgemeinen. Hier ein Malianer, eine brasilianische Riesenvogelspinne, 2017 geboren. Ich habe sie jetzt mittlerweile 4 Jahre. Und wie man sieht, ein wunderschönes Exemplar. Einer meiner größten Vogelspinnen, die ich zurzeit mit hier habe. Und ja, wer sie gerne mal sehen möchte, kann sich natürlich gerne in meinen Dschungelräumen im Mini-Krabbelzoo mal umschauen. Ich gebe allerdings auch Seminare über Vogelspinnen, über andere Tiere und deren Haltung. So schön wie manche Tiere auch sind, muss ich dazu sagen, Vogelspinnen können relativ sehr langweilig sein. Das habe ich gemerkt. Ich hatte ein Seminar gehabt, die mir nach 3 Wochen die Spinne wiedergebracht haben, weil sie sich ja nicht bewegt. Das ist jetzt auch übrigens mal eine Ausnahme, die ich gemacht habe. Eigentlich für das Video mal mit. Ansonsten ist Liane eigentlich auch ab und zu nur mit auf Reisen. Allerdings für Kinderhände komplett tabu. Ja, wie man sieht, auf meiner Hand hält sie ziemlich ruhig. Sie kann sehr hektisch werden und wenn man den Umgang mit solchen Spinnen natürlich nicht hat oder überhaupt mit solchen Tieren, ja, ist es natürlich schwierig, den Besuchern diese Tiere näher zu bringen. Aber ja, hier sieht man mal schön von vorne eigentlich die Beißmuskeln. Unten drunter sitzen die großen Zähne, die Schellizerren. Diese sind hier ungefähr ja, 1 Zentimeter oder etwas über 1 Zentimeter. Das heißt, wenn sie jetzt richtig zubeißen würde, das wäre jetzt natürlich sehr schmerzhaft. Man muss allerdings dazu sagen, dass ich Liana jetzt auch schon sehr lange kenne. Ich weiß, wie ich sie zu handeln habe. Ich weiß auch, wann ich sie rausnehme. Ich weiß, wann ich sie lieber zufrieden lasse. Übrigens die einzige Vogelspinne, die bei mir zwischen der Geräusche von sich gibt, wenn sie sich gestört fühlt. Klingt ganz putzig. Man sollte dann aber doch lieber ja nicht unbedingt ins Terrarium reingreifen. Dann ist sie wirklich nicht so sehr gut gelaunt. Hier hinten der Pups, praktisch, oder wie man auch schön sagt, der Brennhaarspiegel. Diese Haare hier hinten werden bei Gefahr abgeschmissen. Das heißt, ich bin gegen diese Brennhaare auch nicht gefeilt. Bei mir entsteht natürlich genauso ein Juckreiz wie bei jedem anderen auch. In meinem Bestand habe ich zurzeit nur Bombardiervogelspinnen. Baumvogelspinnen hatte ich früher gehabt, aber sind leider nicht ganz so mein Fall. Ja, also habt ihr mal noch ein Tierchen mit kennengelernt für alle, die Liane noch nicht kennenlernen durften. Jetzt habt ihr es so mal hier auf meiner Hand. Also ihr könnt euch auch die Größe ausrechnen. Ja, und das ist natürlich auch für Anfänger kein Spielzeug. Ich arbeite schon viele Jahre mit Vogelspinnen zusammen. Natürlich ist nicht jede Vogelspinne dazu geeignet, auf der Hand genommen zu werden. Ich mache es sehr selten. Wirklich nur für Präsentation oder wenn ich jetzt wirklich mal Besucher habe. Allerdings ist die große Vogelspinne dann, also Liane, dann doch etwas tabu, weil viele Besucher schon etwas Panik kriegen, wenn sie dieses riesige Tier sehen. Ich muss dann natürlich dazu sagen, es geht auch größer, zum Beispiel mit der Goliath-Vogelspinne, die fast das Doppelte hat wie sie jetzt hier. Und ja. So habt ihr dann auch da nochmal ein Tierchen mit kennengelernt. Ich hoffe, ich könnte mal einen kleinen Einblick aus der Welt der Vogelspinnen nochmal mit reinbringen. Das nächste Mal stelle ich euch mal, ne, mal meinen Skorpion vor. Auch mal nur für diese Zwecke mit. So, nun tun wir Liane wieder rein. Übrigens muss ich dazu sagen, wird Liane nicht nur mit Insekten gefüttert. Das gibt ihre Größe einfach großartig nicht mehr her. Heuschrecken fütter ich hier meistens 3 bis 4 Stück. Dann kann man sich ja ausrechnen, dass für so eine große Vogelspinne das natürlich auch bloß ein kleiner Snack ist, weil die Steppenheuschrecken, die es zu kaufen gibt, natürlich auch bloß eine Körpergröße von 1,5 bis 2 Zentimeter haben. Und natürlich für so eine Riesenvogelspinne auch nicht gerade
naja, den Hunger stillt. So, wer Interesse hat, kann sich gerne mal im Minigrabbel zu umschauen. Ich zeige euch natürlich auch Leona dann wirklich mal so richtig aus der Nähe. Oder ich habe natürlich auch kleinere Vogelspender, die auch für Anfänger sehr gut geeignet sind. Wie gesagt, ich gebe gerne Seminare. Allerdings eine brasilianische Riesenvogelspinne als Anfänger wird vielleicht nicht ganz so sein. Okay, bis später.